Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Video und ich habe einen ganz tollen Kumpel heute dabei, den kennen einige von euch wahrscheinlich, den Micke. Ja. Und wir sind ganz neugierig, weil heute ist das erste große Paket angekommen mit der ersten Snackbox von Vernasche die Welt. Und wir gucken jetzt gleich mal da rein, was da so alles drin ist. Genau. Wir sind schon sehr neugierig. Wir machen mal jetzt, warte mal. Aha. Siehst du, dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Das ist eine sogenannte Winterbox? Jawohl! Das steht ein Punkt für mich. Bing. Ja, steht hier drauf. Warte, nehmen wir mal so. Und dann mit einer schönen Weihnachtskarte. So, jetzt gucken wir mal. Aber du musst doch mal probieren. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dann suchen wir uns was aus. So, das sind erstmal Crunchles. Die sind immer sehr gut, wenn man irgendwie abends Film guckt oder was. Ne? Dann guck mal. Ach, guck mal, was ist denn das hier? Pinkies, oh mein Gott. Pinkies, ich glaube, das war so die Girls, oder? Egal. Anyway, ich kenn sie auch. Ich sagen, das gehen wir heute nicht mehr so genau. Nö, das ist egal. Für den kleinen Durst zwischendurch. Ich meine. Eine Fanta Tropical. Sehr schön. Oh, guck mal, ganz kalt doch noch. Ganz frisch geliefert. Oh. Fanta. Guck mal, was ist das hier? Das sieht aus wie Pop-Tarts. 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 Frosted Blueberry. Auf meine Brille, Leon. Also, jetzt fällt hier alles runter. Egal. Wir sortieren das. Wir machen das mal so, sonst fällt ja alles runter. Wir werden auch gleich was probieren. Also, das sind Pop-Tarts, Frosted Blueberry. So, dann hier natürlich ein Snickers. Ein riesen Snickers. Nicht schlecht. Ich kann gar nicht mehr lesen. So, dann gibt es hier so eine, das sind so wie Domino-Stöckchen hier. Was ist denn das? Können wir Mikado spielen? Ja! Mikado spielen, wer verliert das alle doch? Genau, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Beamten-Mikado. Genau, richtig. So war das. So, was haben wir hier? Ah, guck mal, diese schöne Luftschokolade, Aero von Nestlé. Das ist schon mal meine Wahl. Auf Snowy weiße, White. Auf weiße stehe ich persönlich total lecker. Snowy White. So, dann haben wir hier noch was. Doritos Bits Honey. Oh, mit Honig. Also, wir überlegen uns gleich mal, was wir probieren. Ich hab schon mal was. Ah, die weiße Schokolade. Yeah. Was ist denn? Jaffa Cakes. Jaffa Cakes. Was? Hallo. So, naja. Also, ich bin ja neugierig, möchte diese kleinen Doritos, diese Bits hier mal probieren. Ja. Und du musst die weiße Schokolade. Ah ja, ich reiße die Schokolade auf. Das werden wir gleich mal. Wir reißen auf. Also, wunderbare Snackbox von Vernasche die Welt. So, jetzt schon mal weiße Schokolade los. Aha, sagt er was? Ja, aber jetzt beiß mal ab. Drin ist es bestimmt weiß. Exakt. So, ich mache jetzt mal hier auf. Weil hoffentlich kriegt es so auf hier. Ah, nein, Kinder. Das ist aber schwer hier. Wie sollen denn. Jutta sieht denn nicht immer, aber dann kannst du die dritten. Hängen die näher da dran. Wie sollen denn kleine Kinder oder alte Leute das jetzt aufkriegen? Komm her, ich helfe dir. Mann, okay. Ja, einmal. Ah! Was ist denn das? Das ist so eine Scheiße. Nee, jetzt ist alles gut. Hier, krieg mal. Ja. Ah, wie schön. So, oh, jetzt noch mal. Also, aha, das ist was Herzhaftes. Eine Sauerei. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, diese. Crunchy und mit Paprika. Aber nicht schlecht. Kann man machen. Muss man, wie gesagt, was zu trinken dabei haben. Weil das geht hundertprozentig durch. Oh, ich muss heute noch zur Box drehen. Ja, aber ich würde sagen, kann man als Snackbox, es ist für jeden was dabei. Süß, herzhaft. Also wunderbar. Ich würde sagen, sind wir voll auch zufrieden. Auf jeden Fall. Ihr Lieben. Ich bin natürlich wieder frech, weil ich beiß einfach ab. Ja, weiter los. Mann. So. Also, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Und sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite aus. Ciao, ciao, der Mücke. Tschüss. So, ihr Lieben, und wenn ihr jetzt wissen wollt, was in einem zweiten Paket ist, eine zweite Snackbox von Vernasche die Welt, dann müsst ihr auf den YouTube-Kanal gehen von Alexander Mücke Berlin.
Also, viel Spaß!